Und damit herzlich willkommen zu Silvio Black Waters. Warum nicht Silvio 2? Ja, aus einem ganz einfachen Grund. Ich habe es nämlich einfach nicht geschafft, dieses Spiel auf meinem PC zum Laufen zu kriegen. Ich weiß nicht warum. Es ist auch schwer, da irgendwie was herauszufinden, weil dieses Spiel nicht viele Leute besitzen, geschweige denn noch, ja, noch weniger haben Probleme damit. Ich habe rumgetüftelt, es hat nicht funktioniert und ich habe die Entscheidung getroffen, wir starten einfach mit Silvio Black Waters durch. Ist ja auch ganz nett, ist auch eine Fortführung. Ich hoffe nicht, dass wir zu viel mit Story verpassen, aber wir werden sehen, inwiefern die Spiele überhaupt zusammenhängen. Ja, ohne weitere Umschweife, lasst uns doch einstarten in Silvio Black Waters. New Game! Roboscope and Dread XP present. Game by Niklas Swanberg. Ich möchte es nicht skippen. Ich möchte mir das schon angucken. Maya Hansen, Bergquist, aber Goldfarb. Mehr Kredits. Silvio Blackwaters. Sie geht einfach schwimmen. Ich weiß nicht, ob das so intelligent ist. Das Wasser könnte verseucht sein. Wir sind auf einmal in-game. Was haben wir denn hier so? Enter Combination. Ich kenne keine Combination. Was ist das hier? Eine Lampe? Können wir damit nichts machen? Turn the crank to see the recorded footage. This is Jake. I've set the combination to be the same as the big freezer back on the ship. If you don't know it by now, then you have no one to blame but yourself. I'm following the breadcrumbs. Stay put. I'll be back soon. This is Jake. I've set the combination to be the same as the big freezer back on the ship. Okay. Big freezer back on the ship is the same combination wie das Ding hier. If I could, I would. What is this place? Ja, das wissen wir auch nicht. Ist das das Schiff hier? Hier sind wir anscheinend irgendwie... Hier sind wir doch gestartet, oder? Ja, hier oben. Sind wir ein Alien? Sind wir ein Astronaut? Ich meine, dem Bild nach zu urteilen am Anfang sah es sehr nach Astronaut aus. Aber ja, es ist schon mal ein ähnliches Szenario, nur dass wir keine Filme, also wir haben jetzt irgendwie Filme anstatt Audioaufnahmen. Ein Sessel. Können wir hier runterspringen? Ich weiß ja nicht, aber es ist anscheinend der einzige Weg, also. Wir folgen den Lichtern. Ein Dino? Hallo. Hi. Ich habe keine Ahnung, wo wir hinwollen, aber ich sage ja, wir folgen einfach den Lichtern. Stolpern wahrscheinlich auf dem Weg über 20 Millionen Hello? Steine. My name is Juliet. Where are you? Mit wem redest du denn da? Woher willst du wissen, dass hier überhaupt noch jemand ist? Frag doch lieber solche Dinge wie, is anyone here? Und wenn du das vorher als Stimme verstanden hast. I'm sorry, aber. Es schallt. Was ist mit dieser Leiter passiert? Ja, absolut wunderschön mit diesen ganzen Gesichtern. Überhaupt nicht unsettling oder so. Ja, ich hab's ja verstanden. Sei mal ruhig hier. Hallo. Hallo. Oh, hi. Who are you? I'm Lee. Who are you? My name is Juliet. Are you here as well? Yeah. Are you alone? There were a lot of us. Then it was just me and George. Now it's only me. What happened to everyone?
They died. And George? Oh, they died. Too. Oh, you all. Where are you? I'm by the lake. I was just there. Do you know what the combination is? For the computer? No. I don't think anyone ever figured it out. Where did you find a watch? It was on the arm of a glowing statue. That's not a statue. It's George. Oh. Ned, hi, George. Why is George glowing? Because he's dead. Well, his body's dead. His spirit's still alive inside of him. Inside of the shell. How do you know? Because they talk. Use the watch. Okay. Not in the office. It's too crowded. Do it outside. Alle werden direkt aktiv. Alle wollen so sprechen. Hier? Fear of the Lake. Okay, dann wahrscheinlich hier drüben. Because of his. Waren die Sachen zu einem Satz zusammenfügen? War das vielleicht auch schon der Clou im ersten Spiel? Sam made it all up. Press tab to enter the phrase inventory. Use E to select phrase and change the order. Sam made it all up because of his fear of the lake. Aha. If you want to find more spirits, they're all down in the lungs. The lungs? The lungs of the planet. Follow the train tracks until you reach ground, and then go towards the glow. There are multiple ways to enter the lungs down there. In einen schnelleren Weg nach unten. Naja, hätte ja sein können. Train Tracks in die Richtung hier. Du hast auf jeden Fall eine Loading Zone. Oh, towards the light. And the train tracks run straight into the ground. That's odd. Oh, there's a bike over there. Oh, towards the light. Meinen die das Licht da? Oder meinen die das vom Fahrrad? Weil hier kommt auf jeden Fall das Geräusch her. Ja, ich kann damit fahren, okay. Und jetzt dahin? Gib Vollgas. Ich habe mal wieder das Gefühl, Rennen ist schneller als dieses Objekt. Aber jetzt habe ich immerhin ein Radio und kann selber creepy sein in der Nacht. Ein Fahrrad. This must be one of the entrances to the lungs that Lee was talking about. I should follow the train tracks. Also das Szenario hier in dem Spiel ist auf jeden Fall sehr viel weirder als in dem ersten. Einfach weiter den Train Tracks folgen? Hier hoch? Okay. Hier sind leuchtende Sachen. Isn't gone. Okay. I think someone made a trail on the ground. A trail? They've cracked open one of those glowing bodies. It's like a path leading through the forest. Who would do such a thing? Was it George? You're not allowed to touch the bodies. And certainly not crack them into pieces. George wouldn't do that. So, we don't know where the path goes then. Or who made it. Guess not. Das Jump'n'Run hier ist sehr cool. Auch wenn das nichts bringt, aber ich bin ganz oben. Yay. Hui. Aber was passiert denn, wenn wir die berühren? Ich hab zum Beispiel überhaupt nichts zu sagen. Aber hier hat jemand was zu sagen. Hi. Gut, dass die Uhr das alles aufzeichnet. Underneath the tree. Weil ich verstehe da mal wieder nichts. So wie beim ersten Mal. Außerdem ist das Spiel sehr dunkel.
Ist eigentlich ganz gut, dass wir hier diese Lichtpunkte haben, die uns sagen, wo lang. To the lake. Was ist denn mit meiner ersten Dings passiert überhaupt? I hear cabin. Climb it. Where does it go? It's a passage. The gravity will change. Hier? Holy shit, ist das weird. In welche Richtung? Haben wir gerade nach oben oder nach unten jetzt? Nach oben, ne? Ja, richtig. Stell es doch gar nicht in Frage. Wie funktioniert hier überhaupt alles? I found a gun. Why would anyone need a gun here? You know the glowing bodies. With time, the spirit goes bad in its shell. And at some point, it'll crack open. Then you need to defend yourself. Okay, aber ich brauche Munition. Haben wir hier irgendwo Stein oder sowas, was ich mitnehmen kann? Warum kann ich hier nicht durch? Reload. Ja, was soll ich reloaden, wenn ich nichts habe zum Reloaden? Approach the statue. When it breaks, shoot the spirit with left click. Ja, ich habe aber keine Munition! Jesus. Okay, wir schießen einfach mit Gas. Das scheint zu funktionieren. Load a marble with right click. Shoot the statue. Welche Statue? Die da? Peng. Avoid spirits by shooting a marble at the statue before they attack. Okay, aber wahrscheinlich sind nicht alle böse unbedingt. Richtig? Vermutlich. Hallo, wer ist hier? Did you? This is how you live. In complete darkness. There was a sun once, but it became smaller and smaller. And eventually it disappeared altogether. So what happened to it? We drifted away from it, I guess. And then it was just darkness? Unless you have a watch to make the bodies light up. Uff. Wer ist denn jetzt hier alles böse? Bist du böse? Ich schieß dich einfach mal ab, weil du eh nichts zu sagen hast. Aber jetzt brauche ich mehr Marbles. It'll kill you too. Wir kriegen irgendwie ganz viele verschiedene Sachen. Nicht alles auf der gleichen Liste. Analyze video and collect drawings to reconstruct the lyrics of the song heard on the radio. Optional. Wie mache ich das denn? Also hier auf dem Ding oder was? Analyze the footage to reconstruct the lyrics of an old song. Also bisher sehe ich hier gar nichts. End cut. Okay. Kann ich slow irgendwas machen, weil... Macht das irgendeinen Unterschied? Also irgendwie habe ich ja noch ein zweites, was ich finden muss. Weil wir da oben links steht ja 1 von 2. Ist das auf dem gleichen TV wahrscheinlich, ne?
Lass das Ganze mal rückwärts durchlaufen, schnell. Ich habe keine Ahnung. Oder normal durchlaufen lassen. Hier sagt er auf jeden Fall was, aber das versteht man im Langsamen nicht. Und sonst? Das war was, oder? Das ist ein Cut. Und da sagt er doch was. From water, okay. Also man muss einfach die Sachen da raushören. Also hören, wo überhaupt was gesagt wird und dann entschlüsseln, ob man es langsam, schnell und vorwärts oder rückwärts abspielen muss. Okay. I get it. Gehen wir jetzt hier rein? Anscheinend. Es ist irgendwie ein ziemlich chaotisches Labyrinth hier. So people they caught her. Carry the bodies around? Like lamps? No, no, of course not. You don't touch the bodies. Why not? When people die, the bodies are left in their homes out of respect. When they start glowing, they're placed in the lungs for safety. You don't touch them. Weil es halt immer noch Personen sind. Is false, okay? Was blue. Blue double D double die. Jesus. Brauch neues Gas. Mal wieder. Ich kriege irgendwie nicht so viel Munition. To say goodbye. Das habe ich sogar halbwegs verstanden. Aber ich weiß nicht, was ist hier mein Ziel? Einfach durch die Gegend eiern und Sachen finden? Ich brauche Munition und Gas. Sonst kann ich mich nicht verteidigen. Kann gleich gefährlich werden. Wieso kann ich hier nicht rein? Hello. Let me in. Kann ich mich hier... Oh, ich kann die Sachen aufmachen. Toll. Ich weiß nicht, ob die Dinger mir was bringen ohne Gas. Okay, man muss auf jeden Fall looten. Da vorne ist was. Kann ich da hin irgendwie? Spring hier drüber oder so. Ich muss zu meiner Gasflasche. Ich brauche es ganz dringend, bevor Geister kommen. Noch irgendwo anders eine? Kann ich hier außen rumlaufen? Hast du gut erkannt, aber wir haben einen weiteren Fernseher. Hier müssen wir jetzt drei Sachen finden. Das ist zu schnell. Out twice, das habe ich jetzt nicht so verstanden, aber okay. Das ist zu langsam. Shield Rack. Und das ist falsch rum. A slice. Okay. Ja, wenn man einmal weiß, wie es funktioniert, ist es ganz easy. Ich mag die Mechanik. Da ist das Gas. Ich
Reload! Hallo, was hast du so zu sagen? By her hair. Everyone just learned to navigate in the dark. Well, you get used to it. But it must have been dangerous. It's okay, as long as you take your time. You learn the roots. Boah, das mit dem Gravity Shift erinnert mich total an dieses eine Gemälde mit den Treppen. Oder an David Bowies Labyrinth. Aber das ist so ungefähr das gleiche. Because if it wants to. Okay. Hier irgendwas im Schrank versteckt? Ja, mehr Gas. Wunderschön, dass wir auch mehr mitnehmen können. Und jetzt? Hier durch oder so? Weiß nicht so ganz, wo ich... Ah! Okay. Durch runterfallen kann man also auch wohin kommen. Weiß nur nicht, wo ich jetzt bin. Aber wir bahnen uns einfach mal weiter hier einen Weg durch. Ist hier irgendwas drin? Die habe ich schon aufgemacht, richtig? Hat das noch nicht. Da ist auch nichts drin. Mehr Geister! Was habt ihr sozusagen? His face. Ja, bisher mache ich da noch keinen Sinn draus, aber ich warte auch mal, bis ich hier alles gefunden habe von. Da unten nicht irgendwas? Das sieht aus, als wäre da was. Da komme ich aber nicht hin. Hey du. Peng. Oh oh. Ich weiß nicht, wie viele Schüsse ich brauche, damit die erledigt werden, aber ich glaube, ich sollte nicht direkt ein Pebble reinfüllen, auch wenn ich es jetzt wieder gerade getan habe, weil... Ich meine, hier ist auch einer. Weil das bringt, glaube ich, nichts gegen die großen Geister. Wenn ich mal aus Versehen einen auslöse, verschwinde ich praktisch einen Pebble. Open up, das habe ich auch so gehört. Dafür brauchte ich meine Uhr nicht mal. Was ist mit dir da? Greifst du an? Hier kein Risiko ein. Und ich fülle wieder ein Pebble rein. Ich bin idiotisch, aber egal. Hier irgendwo noch Loot. Hier ist auf jeden Fall ein Fernseher. Gut. Okay, es scheint... Cold as Ice. Boah, ist das nicht so ein bekannter Song? Okay. Herself. Ja, bei dem Song machen wir das auch so. Wir sammeln erstmal alles und versuchen den dann zu rekonstruieren. Oder vielleicht ist es auch schon direkt richtig rekonstruiert, so wie es ist. I don't know. Wir werden sehen. Licht führt uns hier lang, in die Höhle. Wenn man das denn so nennen kann. Weil hier ist alles sehr... irreal. Das ist sehr merkwürdig auf jeden Fall und ja, da sind wir hergekommen. Irgendwie hier hoch? Anscheinend. Hi. Das ist noch mehr Gas, aber ich brauche eigentlich mehr Pebbles. Ich meine, Gas ist niemals schlecht, damit kann man sich immer verteidigen. Aber jetzt gerade gehen mir eher die Steinchen aus. Eng. Never see or see that face again. Never habe ich mir anscheinend dazu gedacht. Vorne ist wieder ein Fernseher. Und da oben hängt auch einer. Und jetzt habe ich nämlich das Problem, dass ich keine Munition habe, um den so zu töten. Was ich besser fände. Aber naja. He's trying.
And he's trying. How can there be trees without light? Oh God. It's all mimicry. They're not real trees. They're not real? Nothing here is real. It's an artificial world. Made by who? I don't know. Ich weiß auch nicht, ob ein Schuss reicht oder zwei. Close your eyes, ich brauchte nicht mal die Uhr. Jetzt habe ich 14 Schuss, ach du Kacke. Bin ich loaded. Aber ich sollte vielleicht mal nachladen. Da oben ist eh ein neuer Gastank. Ja, Lyrics? Doch. Your name? Frank? And with a frown. Okay. Ja, viel fehlt uns nicht mehr. Dann haben wir schon das erste Ding hier. Okay. Hier vorne war aber noch irgendwie... Ich weiß nicht, ob hier irgendwas ist. Wahrscheinlich nur Loot. Nehme ich trotzdem. Noch mehr Loot. Klar, gerne. Dafür gebe ich doch gerne einen Pebble aus. Also, bisher gefällt mir das Spiel hier auf jeden Fall besser als der erste Teil. Auch wenn man nicht so richtig weiß, wo man hin soll. Aber das ist irgendwie auch Teil des Spiels, ne? Dass man so ein bisschen aimlessly durch die Gegend läuft und erkunden muss. Das finde ich, passt mehr zu diesem Thema, Sachen zu finden und anzuhören und Rätsel zu lösen dementsprechend. How long was it only you and George? For a long time. Were you friends? We were close. Holy shit. Das muss so ein weirdes Gefühl sein, wenn sich auf einmal die Gravitation ändert. Du bist mir etwas zu nah. Herr Pebbles. Bin stockt. Irgendwas da drüben? Aber wenn ich die Dinger nicht anfassen soll, warum töte ich die denn dann? Auch so eine Frage, ne? The Child. Hier haben wir fast alles von. Sofern eine Seite dann reicht. Ist hier noch irgendwas drin? Sieht ja erstmal nicht danach aus. Aber, na gut, hier kann ich auch nicht runter. Hier kann ich auch nicht weiter. Ja gut, dann... Dann folgen wir weiter den Lichtern hier entlang in die Mine oder so. Oh Gott, hier ist alles voll. Nein, ich wollte. Es war nicht so gut, das auszutauschen. Da war noch so viel Gas drauf. Peng. Peng. To the bottom. Okay. Ist das hier was, was man aufmachen kann? Ja. Aber ich sehe nicht, ob da irgendwas drin ist, weil alles dunkel ist. Ein Traktor. Oh. Die letzten Sachen für unsere Lyrics. Slow-mo. Anscheinend vorwärts. Till Call. Und das letzte. Rückwärts. You down. Das müsste doch alles gewesen sein, oder? Wie kommen wir denn zu dem
Nee, so nicht. Wie kommen wir denn zu den Lyrics? Ja, wir haben doch jetzt alle. Naja. Vielleicht später. Ich meine, das, was wir machen könnten, aber... Ach nee, das ist auch zu kurz da. Ja, irgendwo fehlt uns ein Screen mit Lyrics. Aber macht nichts. Hier der Scharfschütze. Peng! Er hat mich nicht kommen sehen, weil ich selber nicht leuchte. Spreading. How did George die? He went swimming in the lake. It wasn't allowed. Why not? The whole area around the lake is forbidden to walk in. Did he drown? No, but he changed. Changed how? I don't know. He was acting funny. So wie du? And then what? He stopped eating. And then he died. Ja, das passiert, wenn man nichts mehr isst. It stands. Folgen wirklich einfach nur den Lichtern. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Wir wissen auch überhaupt nicht, welchen Intent derjenige hatte, der das hier verstreut hat. Aber wir sind halt neugierig. Und wie sagt man so schön? Neugier war der Katze tot. Kann ich hier runterfallen? They were farming here. None of this is real. It's just mimicking things found on Earth. Then who created all of this? This is a place for humans to live in, as a replacement for Earth. It mimics things found there. From the understanding of something non-human. Okay, das klingt aber eher nach Himmel-Hölle-Konzept. Are allowed. Wir haben jetzt das erste schon mal komplett. Können wir das schon... Ich meine, wo fängt es denn hier an? Hier ist nichts wirklich groß geschrieben. They caught her. Underneath the tree. They caught her by her hair and dragged her to the lake by her cabin. Hold E to solve. Nein, ich möchte es schon selber herausfinden. Was blue, his face was blue. The child was found underneath the tree. His face was blue. Irgendwie sowas muss es doch sein, oder? They caught her by her hair and dragged her to the lake by her cabin. The child was found underneath the tree. His face was blue. Vielleicht umgekehrt einfach. The child was found underneath the tree. His face was blue. They caught her by her hair and dragged her to the lake by her cabin, oder? Das umgekehrt? They caught her by her hair and dragged her to the lake underneath the tree? Nee, auch nicht. The child was found by her... Es gibt hier mehrere Möglichkeiten, es ist nicht ganz eindeutig. Also, the child was found. Underneath the tree, würde ich einfach mal sagen. Ich meine, es könnte natürlich auch sowas sein wie underneath the tree, the child was found, aber... His face was blue.
They caught her by her hair and dragged her to the lake by the cabin. Hold E to solve. Hat sich das? Achso. Bitte. Achso, wenn ich. Nee, hä? Ich verstehe das nicht ganz. Das scheint ja alles richtig zu sein. They caught her by her cabin and dragged her by her hair to the lake. Okay. They caught her by her cabin and dragged her by her hair to the lake. Okay, also wenn ich E gedrückt halte, sagt mir das, also packt das nur den einen Satz an die richtige Stelle. Das ist ganz nett. Das ist, wenn man mal nicht weiterkommt. Und wie gesagt, das ist hier auch nicht so ganz einsichtig. Jesus Christ. Ich weiß nicht, ob einmal schießen reicht oder ob man zweimal schießen muss. The stars with... Stars with what? So you don't know who they are. They? The ones who built all of this. Why do you care so much? Well, I find it interesting. They aren't here anymore. There's no way to find out. Man will ja auch wissen, was das hier ist, weil es einfach merkwürdig ist. Oh, ein Astronaut. Die Loading Zones sind immer sehr lang. Dafür, dass wir nur schwarzen Bildschirm haben. Ich habe immer Angst, dass das Game abscheißt. Guys, come in. Respond if you can hear me. Set combination. Juliet, Alpha, Delta, Romeo, Bravo. Same. Jet. Also Jet RB. I hate this place. Das war weird. Und jetzt haben wir schon wieder so einen langen Loading-Screen, wo man denkt, hoffentlich Spiel, schmier nicht ab. Ich habe nur solche Sorgen, weil das Silvio 2 mir schon solche Probleme gemacht hat. Please. Wie geht's euch so? In Complete Darkness? Spiel? Es sind extrem lange Loading-Zeiten. Aber ich habe halt Angst, wenn ich was klicke, dass es dann erst recht abstürzt, so wie es halt häufig bei sowas ist. Ein schreiendes Gesicht. Ah, construct the old song. She's cold as ice, kenne ich nur. She's cold as ice. Aber es gibt keinen She. Nur cold as ice. Kann das nur da rein? Ich verstehe es gerade nicht, wie das hier funktionieren sollte. Geht da nicht hin, das geht da nicht hin, das geht da nicht hin. Geht da nicht hin oder das geht da nicht hin? Heißt das, das ist überhaupt nicht... I don't get it.
Matching the phrase with an image. Okay. She'll call your name out twice. Was ist das doch? Es ist ja scheißegal, was es ist, aber ich kann hier nichts einfügen. Ich hab doch alles. Hello? Du bist auch am Leuchten. Das ist unfair, denn ich hab doch den Song. Ich hab hier alle Sachen. Reconstruct an old song? By matching a phrase with an image. Aber ich habe kein Image. Aber ist das hier nicht das Image? Ist das nicht das Image, was ich brauche? Also ich brauche auf jeden Fall anscheinend noch die Images. Hi. Did you freezing my blood. By people from other planets? Don't think so. Like astronauts in red spacesuit? He screamed. That doesn't ring a bell. Are you sure? I think I would have remembered that. I found an astronaut in the house. I got a vision and it showed me the combination for the computer by the lake. I think there's a possibility that we can get out of here. Oh, what's the combination? I'll keep it to myself for now. Was wahrscheinlich schlauer ist. Give it to me. You know what? It was probably nothing. The combination even had my name in it. Just a stupid dream. If it was stupid, you can just say it. I'm going to find my way back to the lake. And we can try it together. Okay? Okay. Er ist ein bisschen zu ungeduldig. Was hat er denn dagegen? Yes, I do. How do I get there? If I show you the way, you'll let me come along. Deal? It's a deal. Walk up to the office. There's a balcony on the back. Das ist doch wahrscheinlich ein Dämon. Dämon! Den sollten wir nicht mitnehmen. Reine Deals mit Dämonen. Of my wife. Warum ist hier nirgendwo Loot? Ich meine, ich hab's gerade nicht so nötig, aber... Noch irgendwo was da hinten. Why? And placed. Or how he got here. Okay. Alles sehr durcheinander. Aber ich möchte nichts verpassen. Denn das hier ist ja wenigstens mal eine legitime Mechanik in diesem Spiel. Glaube aber fast. Das scheint es gewesen zu sein, auch an Loot. Was ist das hier? Kann ich hier einfach dumm? Okay. A machine? Ach, jetzt sind wir wieder hier. Kann ich euch auch erschießen? Mörder? Antwort ist nein. Aber es war ein Pebble wert. Go to the balcony behind the office. Hier ist es noch was zum Anhören. Nehm alles mit, was ich kriegen kann. Will be. Es sind noch viele Sachen, die ich finden muss. Hier ist noch richtig viel. There. Punish? Punishment by. Hier ist aber auch kein Loot. Aber hier sind auch keine Gegner, das freut mich. Zumindest bisher. It's not allowed.
Ein Loot. Furchtbar. Und ich bin doch so ein Lootgeier. Können mir doch hier kein Loot geben, obwohl so unendlich viele Loot-Möglichkeiten geben. It's still. What she says? Did she say? Ah, nirgendwo ist was drin. Was soll das denn? Hier ist aber auch noch einer. Wie komme ich da denn hin? Von der anderen Seite? Irgendwie? Oder ist es einfach da unten? Kann ich hier runterklettern? Ich sehe da unten was. Aber da komme ich nicht hin. Springen, Mädchen, springen! Ich will die Geister abhören. Kommt wahrscheinlich später, aber ich sehe sie jetzt. Das ist wahrscheinlich einfach in einem anderen... in einer anderen Ausrichtung hiervon. Wie komme ich in eine andere Ausrichtung? Hier oben zum Beispiel. Geh hier durch. Hui. Aber hier war ich halt schon. Und das Problem ist, hier ist keine andere Ausrichtung. Ich muss noch so ein Ding finden. Irgendwo. Irgendwie. Hier ist aber auf jeden Fall auch noch was. Gave me? She gave me. Hm. Ja, das ist das Ding da oben. Ja, irgendwie eine Leiter oder sonst was. Ich denke mal, ich komme hier später hin. Gehen wir erstmal da hoch. Hier auf den Balkon wolltest du mich schicken, ne? I'm on the balcony. Und jetzt? Right below you, that's the entrance to the lake. It's shut off. But I know how to open the door. How do I get there? There's no gate from the side you're on. You have to go through the lungs. Also wieder den Dings folgen? Follow the train tricks, ja. Anscheinend. Aber ich glaube, das hier ist die Hub-Area, wo wir noch häufiger hinkommen. Follow the train tracks! Warum sind die Ladezeiten jetzt so lang? Das macht mir echt Sorgen. War doch am Anfang nicht so. Vielleicht hat das Spiel einfach einen schlechten Cache-Verarbeiter. Ja, und jetzt? Soll ich wieder auf das Fahrrad steigen? Und dann? Sollen wir wieder creepy sein? Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Einfach dem Licht folgen? Ihr täglicher Report kommt hier wieder durch. Absolut creepy in der Nacht. Stellt euch mal vor, jemand würde mitten in der Nacht so durch eure Straße durchfahren. Und davon würdet ihr wach werden. Weil euer Fenster offen ist oder sonst was. Und ihr guckt einfach nach draußen und seht das. Ich meine, dann würdet ihr euch wahrscheinlich denken, what the fuck. Aber wenn ihr es, vielleicht eher, wenn ihr es nicht seht. Fahren wir hier schon wieder hin. Ich folge einfach nur dem Licht. Gerade. Ich habe kein Objective. Ich fahre einfach nur. Stunt! Wir sind wieder angekommen. Auf in die Lungen. Aber ich kann hier nicht rein. Ich kann hier nur weiter den Train Tracks folgen. Soll ich das? Aber dann komme ich doch raus, da raus, wo ich vorher war. Oder soll ich das? I don't get it. Ich weiß nur, die Ladezeiten machen mir immer noch Sorgen. Ich fühle mich nicht wohl in absoluter Dunkelheit. Ich brauche zumindest hier etwas. Irgendwas, was ich greifen kann. Aber hier ist nichts, weil alles schwarz ist. Naja. Hm. Ich glaube, wir sind woanders. Ich sehe da vorne ein Leuchten. Hi. Hi. Don't
the report. Where do I go now? What? How do I get to the lake? Well, I don't know. What do you mean? That was the deal. You show me the way, I enter the combination. You have to find your own way. Follow the trail. Maybe it'll lead you there. Maybe. Why can't you show me? I can't show you the way like it's a mushroom spot in the forest. You can't navigate in the dark, and I don't know what things look like. I can't explain the route. You have to find it yourself. Das heißt mit anderen Worten, wir sind im Reich der Toten und versuchen gerade unseren Weg ins Himmel zu finden. Und da hat jeder seinen eigenen Weg. Warum haben wir jetzt eigentlich eine andere Waffe? Ist ja nicht so, dass wir jetzt mehr Schaden machen müssten oder so. Langsam rückwärts. I don't know, but I remember. Oh Gott, ist das viel. Aber ich verstehe nicht so ganz, wo finden wir denn Bilder? Das ist auch leicht creepy hier. Alles, wie es so angeleuchtet ist. Ich sehe aber auch nicht viel, was hier abgeht. Das ist interessant. Was ist das für ein Symbol? Kann das einer zuordnen? Hm. Kann's auf jeden Fall nicht anklicken. What the thoughts? It's me? The ceremony. Ja, ich sage ja, es ist nicht so ganz einfach, denen zu folgen. What the fuck? Stirb! Shotgun! Vielleicht brauchen wir doch die Shotgun. Kommen direkt zwei rein. Aber das war durch die Wand, das war auch unfair. Da war ich gar nicht drauf vorbereitet. Gut. Speak. Wir haben einige von denen dann zu finden. Not right now, das habe ich genau verstanden. My back on you? Okay, anscheinend war es doch vorwärts. Das klang für mich sehr rückwärts, aber egal. Also. Ich meine, ich hätte da wirklich not right now verstanden. Warum ist hier alles dunkel? Hier vorne hat noch jemand was zu sagen. Was habt ihr denn zu sagen hier so? Genau. Fear of the lake. He was my best friend. I didn't have many to pick from. But he was simple, easy to be with. He was liked by everyone. Did you go along well with the others? Only George understood me. Komische Symbole über der Tür. Was bedeutet das? Auch wirklich langsam wieder Gasflaschen. Ich habe noch genug, aber ich hätte trotzdem gerne ein paar mehr. Weil Steine habe ich jetzt auf jeden Fall genug erstmal. Oben ist eine Gasflasche. Sehr schön. Meine Gebete werden erhört. Nimm's mit. Eng. Da noch mehr Symbole. Was hat das mit diesen Symbolen auf sich? Oh, ganz viele Gasflaschen. Meine Gebete wurden wirklich erhört.
Hier ist doch Loot. Ich sehe es doch. Steine. Hallo? Also hier sind auf jeden Fall sehr viele Symbole an den Wänden. Ich habe keine Ahnung, was man damit anfängt, weil man sie weder notieren noch irgendwie aufschreiben oder in irgendeine andere Korrelation bringen kann gerade. Ist Death. Ja, danke dafür. Hallo? Loot. Ist viel Loot. Hier ist wirklich mal was drin. Jetzt irgendwie ziemlich tief runter, aber. Rebuild Factory? 3-4, ja. Close enough. Frag mich, ob die Shotgun wirklich nur dafür ist, wenn die böse werden. So viele Symbole. Kann ich mir unmöglich alle merken. Vielleicht stehen die Symbole auch so für nach dem Thema hier ist Gefahr, hier nicht, wenn man sich die einprägt. To enter. Und Verbindung zieht. So viel Stuff. Jetzt überschütten sie mich echt damit. It's time. Ja, das habe ich verstanden. Ich meine, es ist ja auch ein Casual-Spiel. Wir gehen ja auch nicht davon aus, dass man... Ja. Ja. Sehr casual. Denn die gehen ja nicht davon aus, dass jeder immer sofort alles trifft. Und tue ich ja offensichtlich auch nicht. Deswegen geben sie einem lieber zu viel als zu wenig Ammunition. Aber trotzdem muss man dafür ein bisschen suchen. Was ja auch völlig in Ordnung ist. Fürs Erkunden wird man belohnt. Da vorne ist wieder eine Videoaufnahme. Mehr Lyrics. Okay, rückwärts. Und swim. Die Stimme hört sich lustig an. Und vorwärts hört es sich irgendwie nach You Suck an. Danke dafür. Okay, das ist langsam. Langsam vorwärts. Blackwaters. Blackwaters ist auch ein Song. Den ich jetzt gerade aber nicht singen kann. Hey? He now lives. Probably nothing. So why was it forbidden? People always want to smell the devil. But from a safe distance, you know what I mean? If you can't smell it, you'll feel empty. You'll make one up. The lake was their devil. Ja, ich sag ja, alles so ein bisschen Himmel versus Hölle mäßig. Und das ist hier so entweder das Fegefeuer oder so die Zwischenwelt, dass man schaut, dass man zum Himmel kommt oder eben dem Teufel verfällt und dann in der Hölle landet. Wie komme ich hier weiter? Weiter? Leider. Möchte das Ding da oben. Hier noch irgendwo eine Leiter? Ist auf jeden Fall Loot. Sehr viel Loot. Hopp. Hi. Oh, hi. For trying.
Willst du einen Pebble ins Gesicht? Ist egal, du kriegst einen. Bang. Mehr Symbole. Und komische Figuren. Ja, da ist aber nichts drin. Ich finde das interessant, dass man die Stühle aufmachen kann. Auch nicht immer was drin. Hey! To Sam. Das sind sehr kurze, knackige Sprüche, die du da drauf hast. Hier geht es anscheinend nicht weiter, also müssen wir hier weiter. Weiter runter. Und noch weiter runter. Ich habe schon keine Ahnung mehr, wo ich bin. Ich habe mein Gas gefunden. Came back up. Okay. Was sind das für rote Steine hier? Sind die böse? I don't know. Sie leuchten ominös und anders als der Rest hier. Hi. Nein, ich wollte nicht das Gas austauschen. Ach, egal, ich habe eh genug. Ich weiß nicht mal, ob das was kostet, wenn es voll ist. Aber ja. Loot? Böse Geister? Nicht? Okay. Da hinten ist einer. Ich sehe ihn von hier aus. A lookalike. Die andere Frage ist, kann ich ihn auch von hier aus treffen? Q. Die Dinger fliegen ganz schön weit. Aber hier vorne ist auch einer. Hm. Alles voll. Mehr Steine. Und Symbole. Und mehr Nachrichten von Toten. Ich finde das aber auch interessant, wie ruhig wir wieder das Ganze nehmen. Aber das war ja schon im ersten Teil so. Da sind wir auch einfach hier durchgegangen und haben diese ganze Geisterwelt und so einfach so hingenommen und irgendwelche Sachen, die uns da widerfahren sind. So als würde uns das jeden zweiten Dienstag passieren. Also von daher ist es umso wahrscheinlicher, dass es hier irgendetwas mit Tod und Himmel und sonst was zu tun hat, wenn die Seele so verdammt ruhig ist. Was haben wir hier? Ein Cover. Off that lake. Okay. Kommt hier gleich wieder was? Das sieht so ominös leuchtend aus. Also du bist auf jeden Fall einer, der im Weg steht. Gas. Ich tausche es schon wieder aus. Ich will eigentlich nur den Pebble nachladen. Warum packt man eher auch... So you don't know who built all of this. I don't know, and I don't care. But it's interesting to know. What was their intention with it? To make it feel like Earth. To make it feel like home. What, Sam? Das hatten wir doch auch schon in einem anderen, oder? Ja, ich sag ja, das ist, wir werden dazu verleitet, hier zu bleiben. Ich meine, wenn wir jetzt sehr philosophisch oder religiös werden, könnte man überlegen, ja, das ist so, man kann hier bleiben, ist dann entweder im Himmel, weil hier alles so wie zu Hause ist, oder man verfällt dem Teufel und gerät in die Hölle, oder man findet seinen Weg hier raus und wird wiedergeboren. Yay, und so kommen alle Religionen fast zusammen. Zumindest sehr viele. The Lake.
Hier ist schon wieder eine Leiter, die ich anscheinend in irgendeine Richtung hoch oder runter klettern möchte. Ist das hier richtig? Sieht richtig aus. Bang. Kann hier aber nicht durch. Hi. Loot? Kein Loot. Mehr Symbole. Mehr Geister. Da vorne steht wieder einer und wartet auf mich. Ich sehe dich. That you can. Ja, sag ich ja. Peng. Mehr Loot. Das war furchtbare Entscheidung von den Developern, das Gas auf R zu legen. Ich drück da instinktiv drauf. Jeder, der Shooters spielt, weiß, dass R die Taste für Nachladen ist. Ist es hier ja auch, aber für das falsche Objekt. Weil Ziegelstein ist die Munition, nicht das Gas. Also irgendwie auch. Also ja, ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Aber ich glaube, jeder, der Shooter spielt, weiß, was ich meine. Es ist einfach dieses instinktive Nachladen wollen. Und dann automatisch auf R zu drücken. Da vorne ist noch ein Video. Jesus Christ. Bist du tot oder kommst du noch? Meine Güte, ey. Das ist aber auch besser gemacht als beim letzten Mal. Da können einem die Geister echt manchmal überraschen, wenn man nicht aufpasst. Ich mag das Spiel bisher. Hello. In that lake. Das? Okay, ich hätte gedacht, dass man das langsamer ablaufen lassen muss. Aber ich wollte gerade erstmal überprüfen, ob es überhaupt was ist. Das klang sehr merkwürdig. Da ist jemand. So, nicht die R-Taste drücken. Ist hier ansonsten irgendwas? Nichts? Loot. Gar nichts? Aber hier ist Loot. Leuchtet. Gas. Da ist noch mehr. Erstmal nur aufpassen, dass hier nicht wieder irgendwelche evil Geister lauern. Oh, we would. Hier haben wir auch schon fast alles. Viel fehlt nicht mehr. Da war's. Slow Motion. Anscheinend vorwärts. I'll turn. Okay. You do you. Brauch trotzdem noch irgendwie die Bilder. Und da weiß ich wirklich nicht, wie ich darauf komme. About the past. Okay. Responsibility. Ja, das habe ich verstanden. Ich dachte aber, du sagst eigentlich mehr. Peng. Oh, Loot. No one? No one knows. Und kein Loot. Sehr schade. Joa, wo gehen wir hin? What do we do? Hier ist eins der Bilder. Ah. Ich glaube, dann habe ich die in einem anderen Teil aber stark übersehen und eventuell hier auch. Ich habe nämlich nicht aktiv nach solchen Bildern geguckt.
Okay, hier muss ich wieder Leiter verwenden. Holy shit, kommt da ein Geist? Das hat sich doch fast so angehört. Auf jeden Fall sind hier hinten welche und von denen lasse ich mich nicht überraschen, wenn ich sie von hier schon wegsnipen kann. Ich glaube, ich habe einen Geist auf der Leiter ausgelöst. Und das hat das Spiel komplett verwirrt. The Punishment. Da vorne leuchtet es rot, aber... Was ist das? Okay. Beruhigen Sie sich bitte. Ja, ich glaube, ich habe einen Geist etwas angepisst, der jetzt in einer anderen Dimension stuck ist und versucht, mich zu verfolgen. Please send help. Bin zu weit runtergefallen. Ich wollte gar nicht so weit runterfallen, aber ich glaube, da oben ist auch nichts. Wollen wir zumindest mal hoffen. Ja, bis auf dieser eine Geist da, der mich gerade umbringen möchte. There's something around, ja? Ich hab's auch schon gemerkt. Los, schnell davon weg. Hey, mehr Steine. Und ich glaube, wir können tatsächlich mal reloaden auf der Waffe, weil hier nicht mehr viel Gas drin ist. Da oben ist er! Er ist stuck. Ja, schade, ne? Es war ein schlechter Zeitpunkt von dir, da mich angreifen zu wollen. Das ist angeblich alles Loot. Das kann ich nicht benutzen. Eine Aufnahme nur. Scheint auch in normaler Geschwindigkeit zu sein. Just the same. Ja, wollen wir hoffen, dass das eine Bild da richtig ist und dass ich die anderen nicht brauche, aber ich bezweifle es irgendwie. Also entweder ist es nicht das Richtige oder ich brauche alle. Und das ist das Wahrscheinlichste, dass man einfach alles braucht. Hier versteckt sich doch bestimmt noch einer zwischen, oder? Auf jeden Fall ist hier Loot. Da ist einer, sag ich ja. Das ist unser Freund, der gefangen ist. Er soll uns aber nicht weiter scheren. Das ist auch kein Sound, oder? Das ist auf jeden Fall einer. Remember? Do you remember? Ears up to, okay. Da oben ist noch jemand. Der ist zwar auch nicht wirklich im Weg, aber... Da auch. Muss ich denn überhaupt in die Richtung? Ich sehe dich da oben. Aber du kommst nicht zu mir hin, ist die Sache. Ich gucke mich lieber erstmal noch hier hinten um. Ob hier noch irgendwas ist. Wie der Typ da zum Beispiel. Hello? Mehr Loot?
mit so vielen Kieselsteinen hier hinterher raus, ich sag's euch. Aber hier scheint sonst nichts zu sein. Ist halt die Frage, wie man die Bilder findet, ob die immer sehr offensichtlich sind wie das eine und ich absolut blind war vorher. Oder ob die manchmal auch ein bisschen versteckter sind und man gucken muss. Ja, und du da oben bist ein bisschen in meinem Weg. Das einzige Problem ist... Ja, okay, ich komme auch nicht ran. Hello? It's yours. Okay, können wir direkt das nächste Puzzle... Das ist vielleicht ein Brief, so nach dem Thema, dass das anfängt mit To Sam? Oder Any Suspicions? Oder The Punishment wahrscheinlich eher. Ne, It's your responsibility to report any suspicions Hängt das doch mit To Sam an? To Sam, it's your responsibility to report any suspicions for trying to enter the lake. The punishment is death. Ist das nicht richtig? It's your responsibility to report any suspicions. For trying to enter the lake. Punishment is death. Ich bin mir nicht ganz sicher hier oben bei To Sam, ob das das erste ist. The punishment is to Sam. The punishment is death to Sam? It's your responsibility to report any suspicions for trying to enter the lake. The punishment is death to Sam. Weiß ich nicht, ist das richtig? Punishment. Punishment is death to enter the lake for trying. The punishment. Gott, ich verstehe es überhaupt nicht. Okay. The punishment for trying to enter the lake is death. The punishment for trying to enter the lake is death. It's your responsibility to report any suspicions to Sam. Genau das. Drei haben wir noch gar nichts gefunden. Aber ja. Finden wir noch irgendwie Bilder oder so? Weil ich habe echt keine Ahnung, wo die Bilder sonst sein sollen. Weil im Dunkeln sieht man ja auch nichts. Wenn hier zum Beispiel so ein Bild liegt, würde ich es überhaupt nicht sehen. Das heißt, das muss ja irgendwo sein, wo auch Licht ist. Ansonsten wäre das etwas unfair. Ich habe ja keine eigene Lichtquelle. Ich habe nur meine Uhr, aber die macht kein Licht. Ach, nö. Jesus, ey. Was wollt ihr denn von mir? Ich weiß doch auch nicht, wo ihr seid. Ist das dein fucking Ernst? Ich war hier gerade wieder mal zuhören.
Okay, anscheinend habe ich es auch aufgenommen. Steckt sich da einfach noch einer? Ein Loot. Ach nee. Ja, keine Ahnung. Ich habe bisher sonst keine Bilder gesehen. Auf der anderen Seite, das eine Bild, was wir gefunden haben. Ja gut, das ist wahrscheinlich random Reihenfolge. Aber es war auch das dritte. Warum lade ich nach? Irgendwelche suspicious people hier irgendwo. Irgendwelche Seelen, Geister, die mich angreifen, vernichten wollen. It's too dark. Ja, ich will mir eh erstmal das hier anhören. Und dann wird's auch ein bisschen heller. Okay. Schon wieder Black Waters? Walk away. Ja. Drei Stück noch. Das heißt ein oder zwei Videos. Hello. Golden Boy was found. Ich weiß nicht, wer oder was der Golden Boy ist, aber I believe you. Okay, ist es jetzt hier unten hell genug? Geht so, ne? Irgendwo Loot? Oh. Ich hab dich gar nicht gesehen, aber hi. Und bye. Hier oben Loot? Das sieht sehr nach Loot aus. Aber irgendwie auch nicht. Ich weiß nicht, wonach es hier aussieht. Haben wir hier irgendwo... Da hinten ist einer, den sehe ich, aber ansonsten... Sehe ich gerade nichts. Gut, ist hier auch kein Loot. A song. Which song? Ich brauche mehr Details, woman. Peng. Da ist was drin, das sehe ich doch. Mehr Gas. Hm. Ja. Keine Ahnung. Irgendwelche Bilder hier oder so? Irgendwelche Seelen, die um der Ecke stehen? Don't tell. Hatte ich nicht vor. Weiß auch nicht wem oder was. Aber ja. Wo geht's hin? Ich bin gerade ein bisschen lost. Hier lang? Und hier bin ich gekommen, ne? Hier runter? Hier steht sowieso irgendwie gerade alles Kopf. Also ich muss irgendwie, glaube ich, eine Leiter oder so finden. Das da vorne könnte eventuell eine sein. Ich habe es jetzt nicht probiert. Ich dachte eher, es wäre entschieden. Kann ich hier dran klettern? Nicht wirklich. Auf der anderen Seite auch nicht, ne? Nö. Ist entschieden, sag ich ja. Vorne ist eine Leiter. Und hier ist auch noch so ein Videorekorder. Welcome. From that lake. Okay, zwei Stück noch. Calls my name. Okay. Haben wir also auch. Dann kletter mal und komm wieder in diese komische Loading-Zone, wo man nie weiß, ob man daraus wieder erwacht, weil sie ewig lange ist. Und wir gehen wieder zum Astronauten, der sich jetzt hingesetzt hat.
habe keine weiteren Bilder gefunden. Ich weiß nicht, wo diese sein sollen. Das eine war ja ziemlich offensichtlich, aber die anderen... Keine Ahnung, ich habe ja jetzt schon versucht, darauf zu achten. Weird. Außerdem fehlt mir eine Textzeile. Okay, Jake, the landing pad is ready. There's not a sign of them anywhere. I'm taking a quick look around while you get ready. No, he left it half done. We wouldn't have been able to land on it like that. I don't understand. James, Charlotte, Adam, come in. Respond if you can hear me. James, Charlotte, Adam, come in. Respond if you can hear me. Das heißt wohl, sie können dich nicht hören, oder ihre Funkgeräte sind kaputt. Can you say that again? Wir haben nichts gehört. Ich weiß nicht, was du da vernommen hast. Ja. Also, mal abgesehen von der wieder etwas langen Ladezeit, würde ich aber auch sagen, wir machen hier erstmal Pause. Nur, dass ich das Spiel gerade nicht beenden kann. Ach, ja. Aber wie gesagt, bisher gefällt mir das eigentlich ganz gut. Besser als der erste Teil auf jeden Fall, weil im ersten Teil, ich meine, ich fand den auch nicht schlecht so als Konzept und es war ein sehr casual Game, aber mehr war da eben auch nicht hinter. Man ist einfach nur durchgelaufen, hat im Endeffekt auch nichts anderes gemacht als hier, aber hier haben sie so ein bisschen an den Feinheiten mehr gearbeitet. Es ist halt mehr mit Leben gefüllt, es fühlte sich nicht so an, als würde man das Ganze nur repetitiv machen. Ich meine, das könnte hier eventuell auch passieren, aber hier muss man schon so ein bisschen mehr on the toes sein, einfach aus dem Grund, dass man sonst von Geistern überrascht werden kann und die auch einen mehr Angst machen als diese komischen schwarzen Wolken aus dem anderen Teil. Ja, kann ich hier irgendetwas... Black waters calls my name, but I remember just the same. Don't swim in that lake. War das richtig? Okay, aber wir brauchen trotzdem die anderen beiden Bilder, die wir halt hier mit kombinieren müssen. Und bei dem anderen waren es ja sogar 5. Ja gut. Wie gesagt, machen wir hier erstmal Pause. Main Menu. Ja. Das war die erste Folge von Silvio Blackwaters. Ich hoffe, es hat euch genauso sehr gefallen wie mir und ich bin auch schon gespannt auf die nächste Folge, was wir da so alles finden und ich hoffe, wir können ohne Probleme auch zurück in die Levels und da vielleicht alles finden, aber das werden wir am Ende schauen. Ich meine, bisher haben wir diese Option ja noch nicht, aber wir werden sehen. Aber damit bedanke ich mich immer erstmal fürs Reinschalten, wünsche euch allen noch einen schaurigen Abend, eine gruselige Nacht und wann auch immer ihr dieses Video sehen solltet, einen spooky Tag im Allgemeinen. Und dann bis zum nächsten Mal bei Silvio Blackwaters. Bis dahin. Bye bye.